Wir haben ein Spiel vorbereitet. Du wirst da vielleicht auch gute Laune haben, denn du kannst, doch, es geht, tatsächlich. Und zwar, denn du kannst was gewinnen. Und zwar diesen goldenen Flamingo kannst du mit nach Hause nehmen, wenn du von 9 Fragen mindestens 5 richtig beantwortest. Wenn nicht, geht der goldene Flamingo zu mir. Und ja, Moritz, er ist aus purem Gold. Also, das würde deiner kleinen, großen Familie dann doch sehr helfen, nicht wahr? Da kommen da würden die sicher durch den Winter kommen. Naja, schauen wir mal. Was hat das mit dem hier auf sich? Das ist, das sind sogenannte Cocktails. Ah, okay. Finde ich toll. Die sind aber Virgin, das heißt, sie sind ohne Alkohol. Du kannst den nehmen, weil da habe ich jetzt schon dran genuckelt, den möchte ich dir nicht geben. Das ist, dürfen wir die nehmen oder ist, sagt ihr da, ja? Da höre ich gerade aus der Regie, da können wir von trinken. Das ist hier alles so unprofessionell. Das ist hier immer alles so unprofessionell. Ja, ich weiß nie, ob es jemand aus dem Publikum sagt. Ja, ich hab auch richtig. Oder? Er ist immer so, ja klar, ja, sicher. Wow. Kannst du auch dem Publikum was geben? Super. Hat er sich gerade auf die Schulter geklopft? Ja, so. Dann machen wir mit. Ja. Wenn er sich da auf die... So geil. Und ich weiß nie, ist das Publikum oder der Produzent? Wird beides passen. So. Oh, das ist aber nicht ohne Alkohol, ne? Das ist nicht ohne, aber ohne Alkohol. Doch, doch. Ja, dann fang mal an mit deinem Spiel. Es ist hier YouTube. Wir haben nicht so viel Zeit, ey. Klasse. Du bist jung, du bist aufgeweckt, du bist Digital Native. Ich finde, Moritz, für uns bei Dreisat bist du eine freche junge Maus. Ja. Alle unter 40 sind Bambinis. Und damit geht es auch schon los mit der ersten Frage. Du musst mir jetzt sagen, wer hat's gesagt? Ist das ein... wer hat es gesagt? Nee. Okay, also ganz im Ernst, also gesagt ist, also ganz als ehrlich, du gesagt hast, wir haben uns dieses Spiel ausgedacht, war ich mir sicher. Du hast keine Ahnung, was da drauf steht. Ich hab gerade das Blatt zum ersten Mal gelesen, was da steht. Aber ja, es soll eben auch für mich ganz neu sein. Großes Wir in der Fernsehfamilie und wir machen das toll, oder? Ich tupfe das immer mal auf die Schulter. Wir als Familie machen das toll. Ich lese dir jetzt Werbesprüche vor, ja. 9 an der Zahl. Und toll. Du sollst mir sagen, wer das gemacht hat. Und Moritz, genau, super schwierig, denkst du jetzt gerade. Aber keine Sorge, ich gebe dir 2 Antwortmöglichkeiten. Also du hast jetzt immer quasi einen 50-50-Joker schon gezogen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Sehr umständlich erklärt. Aber du hast richtig kompliziert auch zugehört. Ja. Super. ganz komisch gekontert. Fühlt sich ein bisschen an, als wäre das die letzte Sendung, bevor sie abgesetzt wird. Und das ganze Team denkt sich, ja, fuck it, ist doch egal. Ja, mach das, okay. Das ist, aber ehrlich gesagt, das ist Dreisat-Feeling generell. Ja. Also so wird bei Dreisat auch Programm gemacht. Ja, fuck it, dann mach ich halt das mit den... Okay, dann machen wir noch einen Wahlfilm. Gab's Quote? Haben wir Quote gemessen? Nein? Na ja, vielleicht nächstes Mal. Dann machen wir mal... Vielleicht mit anderen Leuten dann? Also, Werbespruch Nummer 1, ja, Moritz. Bitte. Nur hier trifft Dicht auf Dichter... ÖPNV oder Hanfmesse? Von wem ist das der Werbespruch? Ist es vom öffentlichen Personennahverkehr oder der Hanfmesse? Nur hier trifft Dicht auf Dichter. Also ich glaube, es ist nicht öffentlicher Nahverkehr an sich. Wenn, dann ist es das, was hier in Berlin, was ihr... BVG. Wie auch immer das heißt bei euch. Ey, das ist ja einfach es sind 3 Buchstaben, Moritz. Ja, das ist... Du wehrst dich auch gegen Wissen, ne? Also die sind 3 Buchstaben, die muss er einmal lernen. Und ein Eselsburg fängt mit B an wegen Berlin. Ja, aber als wäre das, ganz im Ernst, als würde das in Bochum nicht auch BVG heißen und in Bonn und Bottrop? Nein. Und nein. Buppertal? Nee, nein, gar nicht. Da heißt es NW Tralala, irgendwie so. NW Tralala. Ja, okay. irgendwas mit NRW da. Ich glaube trotzdem, die Hanfmesse hat was anderes. Die Hanfmesse hat irgendwas anderes. Es ist nicht so kreativ, weil ich glaube, diese Berliner Bahnen mit B, die... Ja, die haben doch immer so Sprüche, wo man denkt, edgy. Und bei so Hanfmessen ist eher immer so, Mensch. Ihre Zeit läuft jetzt langsam ab. Ich bräuchte jetzt eine Antwort. Es ist dieses mit den Bahnen. Ja, ist von der BVG. Riesenapplaus für Moritz Neumeier. Ja, so. Toll. Danke. 1-0. Ja. Ah. Moritz, bitte nicht gucken. Kannst du das mal, warte mal. Später schneiden. Was ma? Ja, die ist irgendwie. Boah, ey, öffentlich-rechtlich, ne? Also. Ja, das ist. Andere Sender hätten jetzt irgendwie so einen Bildschirm. Wir haben uns gesagt, nö, wir lassen uns doch einfach das für so rote Zahlen aus. Ey, ganz ehrlich, bei RTL ist nicht besser. Ich war einmal da. Du warst 5-mal da. Ich war 5-mal da. Wir haben auch jedes Mal gezahlt, was soll ich sagen? wir kommen zur nächsten Frage, Moritz. Ja. Das schneiden wir mit RTL. Ja, Let's Dance ist auf seiner Bucketlist noch, deswegen bleiben wir dran, karrieremäßig.
Ja, boah, nee, das ist einfach nur gehässig. Nein, 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 nein. Gar nicht, gar nicht, Leute. Das war wirklich die Reaktion, nee. War das einige so meinten. Und dann meistens die Partnerin, lass ihn, er kann alles schaffen, wenn er dran glaubt. Das war so. Ey, maximal Murmelpromi möchte ich werden. Murmelmania. Okay. So, also, wir kommen zum zweiten Satz. Und zwar, kann früh, kann späti. Kneipe oder Polizei? Kann früh, kann späti? Ja, kann früh, kann späti. Kneipe oder Polizei? Es macht keinen Sinn bei beiden. Ja, finde ich auch. Ja, streichen wir. 3. Nein, nee, Moritz, so geht das nicht. Kann früh, kann späti. Nee, das ist... Oder Polizei? Ich weiß, die Polizei hat auch immer jetzt so angefangen, so edgy Sachen zu sagen. Sowas wie, wir suchen dich. Und dann ist es so ein Bild von so einem... Ich brauche eine Antwort. Kneipe. Bitte lass es die Kneipe sein. Polizei. Oh, schade. Nein. Ey, das ist ein Punkt für mich. Das ist... Dankeschön, ja. Oh, toll, ich liebe euch. So, warte. Nicht für jeden das Richtige. Katholische Kirche oder Suchtberatung. Nicht für jeden das Richtige. Katholische Kirche oder Suchtberatung. Bitte lass das die Kirche sein, die das erste Mal ehrlich ist und sagt, okay, wir müssen uns verändern, wir wollen nicht, okay, wir nehmen nur weiße Männer. Oh, bitte. Oh, wahrscheinlich ist es... Nee, ist von der katholischen Kirche. Ach, ja, geil. Yes, die Kirche ist so... Oh. Nicht für jeden das Richtige. Das ist ja wirklich zu ehrlich. Das ist ja einfach zu... Ja, Leute, viele finden es scheiße mit den ganzen Regeln und dass wir so viele Leute auch immer umgebracht und gefoltert haben. Aber wenn euch das nichts ausmacht, ne, sehen wir uns Sonntag. Okay, Nummer 9. Nummer 4. Deine Zukunft geht aufs Haus. Das ist ganz lustig, weil deine Zukunft ja sehr viel auch mit dem Haus Fall, zu tun hat. Das auf jeden Fall... du baust gerade an einem Haus, ne? Deine Zukunft geht aufs Haus. Ist es ein Bank oder ein Hospiz? Nee, das ist eine Bank. Hospiz machen anders Werbung. Hospiz machen eher so Werbung wie mit... Das sind meistens ältere Menschen, die noch einmal aufs Meer gucken. Achtet auf die Plakate, es ist wirklich so. Die schönste Freude ist die Vorfreude, das sagen die dann. Ja. Da weißt du immer nicht, ist es Jever oder Neva? Es ist das andere. Es ist Bank, auf jeden Fall. Okay, ist richtig. Bausparvertrag. 3 Punkte für Moritz Neumeier. Werbespruch Nummer 6. Endlich eine Beziehung, in der alles nur gespielt ist. Tinder oder Theater? Der Werbespruch von Tinder oder der Werbespruch von einem Theater? Endlich eine Beziehung, in der alles nur gespielt ist. Tinder ist eher sowas wie, Leute, auch bumsen ist ein Grundrecht. So, glaube ich, das ist so, sagen wir hier. Ja. Ja, ich weiß nicht, ihr seid doch in der Stadt. Hier ist doch wirklich, dass ihr denkt, wollen wir jetzt irgendwie, okay, lass Sex machen. So ist es ja bei euch. Ja, so ist es tatsächlich. Ja, wirklich. Ja. Was denn, wenn diese Wände sprechen könnten? Ja, so ist das in Berlin und im Vatikan. Ja. Und ich glaube, das ist das andere, was du gesagt hast. Genau, es ist tatsächlich das Thalia-Theater. Moritz, ein Applaus bitte. Ich packe ihn schon mal in meine Richtung. Ja. Ja, Moritz, sei nicht zu gierig. Sei nicht zu gierig. Also, alles läuft leichter. Verstopfungstabletten oder Deutsche Bahn? Oh, ich will so sehr, dass das Verstopfungstabletten sind, dass ich das sage. Es ist leider falsch, es ist wirklich von der Deutschen Bahn. Warum Applaus? Das ist ja auch nicht mal ein guter... Das ist ja der Werbespruch ist, naja, es ist tatsächlich oft, wenn du da zu Fuß von Hamburg nach Köln wärst du schneller, aber ja, so viele Snacks, wie wir haben, kannst du nicht tragen. Das ist ja keine gute Werbung. Nee, würde ich auch sagen, aber darum geht's ja nicht. Moritz... Du hast so eine ZDF-Fresse mittlerweile, ey. Darum geht's ja nicht, das meine Damen und Herren. Das nehme ich als Kompliment. Mhm. Ja, aber auch nur, weil der ZDF-Chef da oben sitzt. Ja, und? So, Achtung, Nummer 8. Spielen, aber sicher. Lotto. Moment, du hast gerade gedacht, warum warte ich nicht? Ich merke, du bist so ein bisschen abgehoben gerade. Ja, ich sehe die du Zahl. Du bist so ein bisschen, nee, jetzt ruhig. Also, okay. Casino oder Bank, spielen, aber sicher. Ich glaube, es wäre krass, wenn eine Bank sagt, dass das ein Spiel ist, was wir hier machen mit dem, gib mir all euer Geld und ich setze alles auf eine Karte. Ich glaube, es ist das andere. Es ist eine Bank, aber eine Spielbank.
Also Casino. Ja, das meinte ich. Nein, ist falsch. Wirklich? Ja. Welche Bank? Ja, siehst du mal. Sagt, das ist ein Spiel. Gebt mir euer Geld. Ich guck denn mal, was ich damit anfange. Hauptsache Spaß mit der Anlage, sage ich immer. Wisst ihr, was ich gerade höre? Ich höre nur, ich bin ein schlechter Verlierer. Noch habe ich nicht verloren. Frage Nummer 9. Sei nicht betrübt, wir sind alle ganz gut geübt. Psychotherapie oder Friseursalon? Das ist ja einfach. Das ist ja an sich ein scheiß Werbespruch. Na, das ist erstmal einer, der sei sich nicht schreibt. So betrübt, wir sind alle gut geübt. Ganz ehrlich, in deiner Anfangszeit beim Poetry Slam, ne, hättest du so einen reinschreiben können. Da hätte ich ein Buch draus gemacht, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Was war's nochmal? Friseur? Sei nicht betrübt, wir sind ganz gut geübt. Wir sind Moritz und Jasper. Nee, das wäre sein Teamkompagnon beim Poetry Slam. Ist besser, gewesen. Wenn man es erklärt, ist lustiger. Wie waren nochmal die Antworten? Die wollte ich hören. Ja, Psychotherapie oder Friseursalon? Brauchst du sonst noch eine Hilfe? Soll ich dir sagen, wie viele Frage das war? Die 9. Das kann nicht sein. Das ist die 8. Ja, das ist die 9, aber eine Frage ist hier gestrichen worden. Also für dich die 8. Also, sei nicht betrübt, wir sind ganz gut geübt. Moritz, jetzt schnell mal. Ja, wir nehmen Psychotherapeuten, aber es ist Friseur. Es ist Friseur. Es steht 4-4. Aufregend! Moritz, Wahnsinn, du hast es jetzt aber auch spannend gemacht, oder? Und damit jetzt erstmal in die Werbung. Bis gleich. Na, ich spiele ja auch hier für die Privaten. Du bist einfach nur, ja, das ist wirklich eine reine Bewerbung für RTL, was du hier durchziehst. Ja, ne? ZDF, RTL, ich will ZDF auch zeigen, ich bin da mehrfach gut aufgestellt. Eifersüchtig machen. Ja, eifersüchtig machen. Ja. So, nein, also, letzte Frage. Jetzt die Matchpoint für dich. Ich weiß nicht warum, aber ich will gewinnen auch. Das ist das Hässlichste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Nach deinen Eltern. Und ich will das trotzdem. Du hast das Preisschild da noch dran gelassen. Das Ding kostet 29,90 Euro. Ihr alle habt dafür Gebühren gezahlt. Ja, und wir haben gerne gezahlt. Also ganz ehrlich, die Gebühren habe ich gezahlt. Das war für mich Januar und Februar. Ja, aber eine GEZ-Hure bist du schlafscharf. Ich will auch zu RTL, Das war deine Bewerbung. NTV. Das war schon eine Bewerbung für BILD TV, würde ich sagen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Das passt ja ganz gut. Für Sie machen wir uns gerne schmutzig. Darmspiegelung oder Redakteure bei der Bild-Zeitung? Nee, Darmspiegelung oder Tankstelle? Für Sie machen wir uns gerne schmutzig. Darmspiegelung oder Tankstelle? Tankstelle. Ist ein Plakat. Sehr so gut, Moritz Sommer hat gewonnen! Weißt du, das geht auf seinen Nacken. Das ist. Ja, und dafür haben wir gezahlt, wollte ich nochmal sagen. Ne? Dafür haben wir alle gezahlt, dass du das so kaputt ganz machst. Ganz im Ernst, da habt ihr euch ja richtig abziehen lassen, ey. Will ich 29,90 Euro für? Was ist das? Kaugummi? Ist das aus Kaugummi gemacht? Moritz, du hast ein Stück Rinde um deinen Hals hängen, wirklich. das war Moritz Neumeier. Riesen Applaus bitte. Fantastisch. Das war super, oder? Das war richtig gut, das hat mir richtig Spaß gemacht. Euch auch, oder? Ja, seid ihr bis zum Ende geblieben. Also es wird euch ja gefallen haben. Vertraut er mir jetzt, ne? Das ist gut. Das möchte ich jetzt direkt nutzen, euer Vertrauen. Abonniert das mal bitte hier. Das ist keine versteckten Kosten. Einfach abonnieren, gibt keine Zusatzkosten. Und dann wäre gut, wenn ihr das anguckt, das Video, und das dann auch. Das sind beides super Videos, die ich nicht kenne. Aber die sind bestimmt super. Da mal einen bitte draufklicken. Ne, weil es hat euch ja jetzt gerade gut gefallen. Und dann wäre schön, wenn er da auch mal was zurückgibt. Danke.